Westen. Die Aktienbörsen zeigen sich erstaunlich robust, trotz der anhaltenden Rezessionsbefürchtungen. Wie ist vor diesem Hintergrund in diesem Jahr die Börsenweisheit Sellen May in Go Away, but Remember to Come Back on Halloween zu bewerten? Das wollen wir Thomas Hupp fragen. Er ist Spezialist für Saisonalität an den Aktienbörsen. Schön, dass es wieder klappt an der Börse Frankfurt. Herr Hupp, herzlichen Dank. Sie verfechten ja die Anlagestrategie, wie ich weiß, Sell in July und nicht Sell in May. Könnte es in Anbetracht der zuletzt doch eher gestiegenen Kurse nicht sinnvoller sein, schon jetzt im März zu verkaufen, um damit auch diese Börsenstände mitzunehmen? Ja, also das ist richtig. Also warum Sell in July? Der Juli ist in der Regel sehr gut, weil dann die Unternehmen ihre Gewinne an der Börse wieder anlegen, Aktienrückkäufe tätigen, im höheren Maße, als es im April der Fall ist. Und natürlich die Vermögensverwalter kaufen nochmal Aktien nach für das letzte Halbjahr. Die denken ja immer in Halbjahren und Jahren. Aber dieses Jahr muss ich Ihnen leider recht geben. Ich glaube, es wird sinnvoller sein, Sell in May zu praktizieren, weil das wahrscheinlich mehr oder weniger ausfallen wird. Deswegen werde ich meine Portfolien, die ich saisonal führe, auch im Mai glattstellen, also in den Aktienmarkt rausgehen oder absichern. Viele gehen ja auch davon aus, dass durchaus eine Rezession kommen könnte. Die einen sagen na, im zweiten Halbjahr, die anderen sagen, es könnte auch Anfang 2024 soweit sein, Herr Hupp. Wird das die Saisonalität eher unterstützen, dieser Gedanke? Oder verschwindet die Saisonalität nicht durch die verschlechterten Gewinnerwartungen und eben durch die Rezessionsbefürchtungen? Ja, interessant dabei ist ja, dass es Anfang des Jahres hieß, im ersten Halbjahr soll die Rezession kommen und die ist jetzt verschoben aufs zweite Halbjahr. Jetzt kann man nicht sagen, dann kommt sie gar nicht. Davon würde ich nicht ausgehen. Am Fondskongress haben wir uns ja auch gesehen. Dr. Jens Ehrt, unser Altgestein, ja, der wirklich 50 Jahre Börsenerfahrung hat, sagt, die Rezession wird jetzt im zweiten Halbjahr anfangen. Das heißt, Mai wird die Börse noch ganz gut laufen. Im Juni wird es dann schlapp bis Oktober. Deswegen sehe ich zwei Dinge hier, was viele nicht im Fokus haben. Im Januar haben wir darüber geredet, dass wir im US-Vorwahljahr sind und es ist in der Regel ein saisonal starkes Jahr. Deswegen glaube ich, dass selbst diese Rezession eher die Saisonalität unterstützt. Warum? Der Präsident hat ja jetzt schon im ersten Halbjahr fiskalpolitisch die Wirtschaft stimuliert. Das wird jetzt im zweiten Halbjahr Nachlass sein. Deswegen glaube ich, dass eine Rezession eher die Saisonalität stärkt. Gehen wir weg von den Rezessionsthemen und vom Vorwahlkampf hin zum Aktienmarkt. Wie sehen Sie denn jetzt durch die, ich sag mal, Saisonalitätsbrille den Aktienmarkt, Herr Hupp? Ist es jetzt sinnvoll zu investieren oder vielleicht wirklich doch noch abzuwarten? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Also wenn man eine Aktien-Long-Strategie fahren möchte, ohne die irgendwie zu managen risikomäßig, dann würde ich tatsächlich noch warten. Nämlich bis Herbst. Da schließe ich mich Dr. Jens Ehrt an. Ich gehe davon aus, dass wir einen guten Mai noch kriegen und dann geht die Börse bis Oktober runter. Deswegen Aktien long erstmal warten, wenn ich investieren will. Investiere ich aber in eine saisonale Anlagestrategie, kann ich das sofort machen, denn die geht ja im Mai oder im Juli sowieso aus dem Aktienmarkt raus und sichert ab. Oder wenn ich irgendeinen anderen Fonds nehme, Investment oder eine Vermögensverwaltung, die mir das Risiko managt, dann kann ich bedenkenlos jetzt investieren. Mhm. Kommen wir zum Schluss, Herr Hupp. Wie können Anleger jetzt vom Thema Saisonalität profitieren? Was nehmen wir mit von diesem Gespräch? Ja, das ist allerdings gar nicht so einfach, denn wenn ich das auf meinem Depot mache, angenommen ich kaufe einen ETF oder irgendwelche Aktien und verkaufe die und kaufe die, dann muss ich ja jedes Jahr Steuern zahlen. Von den Gebühren davon abgesehen, da kann ich die Saisonalität nicht machen. Ich brauche einen Mandel, also entweder in einer Versicherung oder in einem Investmentfonds oder in einem Zertifikat. So kann ich es umsetzen, ansonsten wird es nicht funktionieren. Herzlichen Dank für den Besuch an der Börse Frankfurt. Sind wir gespannt, was wirklich am Ende des Tages in diesem Jahr der ausschlaggebende Punkt war. Das war Thomas Hupp, Spezialist für Börsensaisonalität hier im Interview. Alles Gute für Sie. Dankeschön.